Ja, Leute, wir müssen leider den Dämpfer wieder tauschen. Kein, ist jetzt schon wieder weich. Kein Kashima. Der verliert Druck. Der verliert einfach Druck. Deswegen tauschen wir jetzt nochmal und dann gehen wir aber testfahren. Jochen, wenn du das siehst, mach mal die Aircan ab und dann musst du mal gucken, ob die X-Ringe richtig drauf sind. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade schon gesehen im Intro, wir haben das Norco umgebaut. Und zwar auf Mallet. Da ist jetzt statt der Boxer eine Fox 40 drin. Der nimmt kleine. Alles wird auseinandergenommen. Ja, es war sehr, sehr witzig. Aber jetzt geht es gleich noch in den Park. Das Ganze einmal testen. Aber ich glaube, der Thomas möchte euch vorher noch was erzählen. Ja, und zwar wollte ich euch ans Herz legen, diese Produkte. Nein, Quatsch, Blödsinn. Ja, wir sind bei mir zu Hause und ich habe hier so eine ganz kleine Schrauberhöhle oder Hölle, kann man nehmen, wie man will, und haben den Umbau gerade quasi, sind guter Dinge, dass dieser Umbau, den Daniel, dass das Fahrzeug, was schon sehr, sehr gut ist im Bikepark, noch besser wird. Ja, ich bin richtig gespannt, bin auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch so von Anfang an gewesen, weil das... Weil der Hund die Tasche ist. Weil der Hund die Tasche ist. Das ist übrigens Brego. Hallo Brego. Ja, weil der Hersteller zum Beispiel sagt ja, dass man das gar nicht machen soll. Ne? Wir haben auch, wollten auch zuerst noch einen Luftdämpfer hinten einbauen. Das hat dann leider nicht geklappt, weil der Dämpfer nicht ganz in Ordnung war. Das heißt, wir fahren jetzt wirklich neu nur die Gabel. Und Laufrad. Und das Laufrad und einen anderen Reifen. Und hinten wechsle ich noch, auch auf Baron. Um zu gucken, ob das dann noch ein bisschen flotter läuft in Zukunft. Ja, ich werde das Ganze die nächsten Wochen ein bisschen testen. Aber jetzt machen wir als allererstes im Bikepark OE den ersten Test. Jetzt! Auf geht's! Ich guck mal. Ich fand die Dicht noch schön. Community. So Leute, wir sind in Olpe angekommen, bei Traumwetter wieder. Es regnet! Ja, endlich keine Sonne mehr! Ja, so. Ich bin auch einfach glücklich, dass es heute so schlechtes Wetter ist wieder, weil Green Hill gestern mit fast trockenem Boden, das war halt einfach nur widerlich. Das ist, wenn man Stauballergie hat, kein Spaß. Ja, ist echt kein Spaß. Und deswegen sind wir auch heute hier in Fahlenscheid, weil hier ist gerade noch Regenzeit. Ungefähr in 2 Wochen ist dann die Regenzeit auch vorbei. Ja, wir testen jetzt. So sieht das Ganze jetzt aus. Also, ich bin da richtig gespannt, ne? Ich teste übrigens auch was. Das sind, also das nenne ich mal dicke Rohre, ne? Ja, ich muss da halt was mit kompensieren. Ja, deswegen habe ich ja jetzt auch 40er Standrohre im Norco dran gemacht. So, wir starten mal los, runter zum Lift. Vielen Dank schon mal an den Bikepark OE, dass wir heute für ein paar Testruns hier fahren können und den Lift benutzen dürfen. Ich denke mal, wir rollen jetzt den Flow runter, ne? Einmal ja, hier ja. Und dann zum Lift. Genau. Auf geht's. Jetzt den Flow direkt mit der Gabel. Ja, aber vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass der Baron läuft vom Gefühl her so viel schneller als der Asselgeil, dass das Vorderrad mir wegläuft. So Leute, wir sind jetzt im Lift.
einmal den halben Flow runtergefahren, um einfach mal zu checken, ja, wie das Ganze sich anfühlt. Ich muss auf jeden Fall noch hinten den Hinterreifen ändern, weil der Baron vorne jetzt, der läuft irgendwie vom Feeling her so schnell. Freeride. Ja, ich muss jetzt eh mal gucken. Das hat sich auch jetzt schon auf den Jumps anders angefühlt. Okay, dann wollt ihr vor? Ab geht's. Das ist krass, ich freue mich schon, wenn ich den hinten auch drauf mache. Ja, ist echt krass, ne? Und Glück ganz hat man eigentlich trotzdem noch relativ ja, gut. Ja, es war echt relativ gut jetzt. Ready? Yes. Okay, und go! Einmal aufgesetzt. Ja, ich auch, bei der ersten Stufe. Ja. Ja, habe ich auch aufgesetzt. Sie hat sie neu gemacht, glaube ich. Da muss man also tatsächlich schneller fahren. Ja. Kann man nicht mehr so easy. Wir haben halt. Nur mit Körper-Bike-Trennung kannst du halt nicht runterrollen. Ne? Wir sind halt aber auch spät eingestiegen, ne? Ja, ja, wir waren ja gar nicht im Flow, wir waren voll lahm. Aber geht gut. Weil jetzt kannst du ja wirklich 2 Wochen überall testen, wo du testen willst. Aber ich glaube, die gibt dich noch mal, die bringt dich noch mal richtig nach vorne, die Gabel. Ob du jetzt wirklich Mallet fährst, spielt, glaube ich, gar nicht so sehr die Rolle. Ist auch klar, natürlich ist das schneller, das Vorderrad jetzt, ne? Ja, ja, das mag ich schon. Ja. Viel weniger anstrengend. Würdest du sagen, wir fahren einmal den Flow zum Parkplatz?
Dann sieht man nochmal so ein bisschen, wie es anders rollt. Fahren wir auch den Flow dann rechts durch die Wurzel, dass man sieht, dass du mal ein bisschen noch richtig mit Tempo durch die Wurzel knallen kannst. Du meinst das Ende? Ja. Wenn man oben aus dem, in den Wald reinkommt, ja. Nach der Kurve, dann nicht links fahren, sondern rechts. Ja, so wie letztes Mal. Ja, genau. Ja, machen wir. Okay, dann. Yes! Ich fahre dir hinterher. The best weather! Scheiße auf Sonne! Ja. Ich nehme auch schon auf. Du nimmst also auch schon auf. Okay. Ja, Leute, wir haben jetzt gerade das Ganze mal getestet, sind ein paar Runden gefahren. Ich weiß, auf der GoPro wegen der, ja, der Regenzeit gerade noch im Bike Parkway ist hier nicht drauf so viel zu erkennen. Ihr seht, wir hatten so ein ähnliches Wetter wie in Schmallenberg. Naja, aber die Gabel von dem Ansprechverhalten auf jeden Fall ganz, ganz großer Unterschied zur Boxer Select, finde ich. Das, was ich so das Gefühl hatte, dass sie bei Sprüngen immer so ein bisschen wegsackt und so ein bisschen unkontrolliert agiert, das habe ich mit der nicht. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Mallet, immer bei mir persönlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es sich nicht so ausbalanciert anfühlt, aber nichtsdestotrotz funktioniert das richtig gut auf dem ersten Eindruck. Thomas ist auch eben kurz gefahren. Also ich glaube, dir ist auch jetzt nicht so irgendwie störend was aufgefallen, oder? Nee, außer dass ich halt diese Prollkarren, die so teuer sind, nicht mag. Ich fahre lieber auf einem günstigen Billigbike vom Cube. Spaß beiseite. Die Gabel gibt einem direkt mehr Background vom. Also sie ist poppiger und trotzdem fühlt man sich sicherer mit der Gabel. Kann man schlecht beschreiben. Die hat einfach bei allem mehr Reserve. Was für Daniel cool ist, er kann jetzt tatsächlich 2 bis 3 Wochen auch so oft 27,5 vorne reinbauen, weil die Gabel sieht auch mit einer 27,5 ganz normal aus. Das ist jetzt nicht so, dass da eine Lücke ist, dass man sagt, oh, unfahrbar oder so. Dann kann Daniel selber mal testen, wie wirklich der Unterschied ist. Vielleicht dann noch den gleichen Reifen montieren, dass man einfach dann den Reifen nicht immer so als... Weil da hatte ich heute schon das Gefühl, dass der Vorderreifen viel schneller wird wie der Hinterreifen an dem Rad. Der Assegei hinkt ja immer so hinterher. Und ich muss natürlich sagen, da jetzt noch einmal kurz hier dieses Carbon-Schmuckstück gefahren, diese Dorado. Und so, wenn man sich optisch dran gewöhnt hat, die sieht halt anders aus, ist die wirklich, also am Steinfeld zum Beispiel. Super angenehm einfach. Also das, was du gesagt hast von, zum Thema mit deinen Schultergelenke und so weiter, kann ich auf jeden Fall verstehen. Und auch, ich weiß, viele denken, ist alles Quatsch, aber man spürt wirklich den Unterschied. Ja. Auf jeden Fall werde ich die nächsten Wochen das Ganze testen. Thomas, ganz, ganz großes Dankeschön, dass du das überhaupt möglich machst. Allgemein. Rechnung kommt. Es gibt so viele Sachen, die alleine für mich, ich hätte mich nicht daran gegeben, sowas umzubauen. Ich hätte ja auch gar nicht die Teile gehabt. Aber dank dir können wir so coole Sachen ausprobieren. Und deswegen einfach nochmal großes Dankeschön. Genau. Was ich noch zu dem Umbau sagen wollte, falls ihr ein altes 650B Downhillbike habt, gerade bei den Doppelbrücken ist es so, wir haben die Doppelbrücke 10 mm runtergeschoben, man hat da immer ein bisschen Spiel und dann kann man was da in Höhe kommt, deswegen ist es jetzt auch gar nicht hochbeinig und der Winkel auch nicht so krass. Also wenn der Daniel das 27,5er jetzt reinbaut, ist es die Geo genau wie vorher wieder.
wo es eine 29er Gabel ist, weil man die einfach tiefer schieben kann. Und jetzt, sage ich mal, sind wir ungefähr bei 12 mm höher netto gemessen. Also ungefähr die Dicke von der Brücke. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so krasser Unterschied. Vielleicht eine Option für euch alle. Ich bin schon, ich schicke Daniel ein Bild, ich bin schon Mallet gefahren, wie es das Wort nicht gab. Da hieß das noch Scale Size. Der hat das nur Lightwheel angeboten. Und ich bin im Morwood damals vorne 27,5, weil wie das neu rauskam, und hinten 26 Zoll gefahren. Und das hat auch keiner gemerkt. Ne? Also, weil es halt einfach dieselben Felgen waren und so. Ne? Also muss, nur wenn man die Leute darauf angesprochen hat, dann haben sie alle gesagt, oh ja, das sieht aber komisch aus. Ja, also es ist halt, ich denke, der World Cup fährt die, gerade die kleinen Leute, so wie Daniel, das Daniel ist ja so um die 1,60, mit dem Helm wirkt er mal ein bisschen größer. Wir stellen ja viele Mallet von dem World Cup. Ja, muss man mal gucken. Aber er kann es jetzt einfach testen und wir haben zusammen noch vielleicht einen Spaß. Vielleicht fahren wir demnächst mal unter krasseren Bedingungen, vielleicht wenn es staubig und trocken ist. Weiß ich aber noch nicht, ob ich ein bisschen Angst habe. Ja, also ich war ja gestern in Greenhill und da war es halt so halb trocken und das war schon krass. Also ich weiß nicht, bei ganz trocken müssen wir mal gucken. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit, auch wenn wir auf krassere Bedingungen wechseln. Lasst gerne ein Abo da und checkt auf jeden Fall beim Thomas mal wieder ab, die ganzen Termine. Es kommen jetzt immer wieder neue Termine in den Kalender auf der Webseite. Ja, genau. Für Kurse. Neue Fahrtechnik-Termine bei mir bei Free and Ride, www.freeandride.de. Link in der Beschreibung. Genau. Und ich hätte eine Bitte, alle, die schon Kurs haben, jetzt nicht alle kommen und umbuchen, weil, kurzer Hintergrund, das wollte ich kurz erklären, die Kurse, die ich langfristig plane, sind ja A, für Leute, die sich vielleicht Urlaub nehmen müssen für so einen Kurs, und B, für meine Kosten Anfang des Jahres. Und mit den aktuellen Kursen finanziere ich mein Leben. Das heißt, wenn ich jetzt Leute von einem alten Kurs auf das aktuelle Datum ziehe, habe ich nicht mehr Einnahmen. Ich habe dann nur wieder einen Termin frei, irgendwie im August, September oder so. Den brauche ich aber jetzt gar nicht mehr. Ich brauche halt jetzt Geld zum Leben, liebe Leute. Danke. Nur zum Verständnis, warum ich dann vielleicht Nein sage, wenn einer umbuchen will. Ne? Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Jo. Macht's gut. Ciao, ciao.